Ja, was geht hier ab? Ach, die machen Ziel. Das ist natürlich toll. Die treffen überhaupt nicht. Sind die dumm. Gut. Willkommen bei den Reapern. Oh, das sieht ja alles schon ein bisschen unheimlich aus. Hallo? Ah. Okay. Mein Name ist Bolo Santosi. Ich führe eine Revolutionsarmee an, die sich selbst Reapers nennt. Wir kämpfen dafür, dass das Volk von Panau seine Ketten abstreift und mit einer Stimme spricht. Ja, das haben sie auch bei mir. Ich habe gehört, Sie suchen gut gebaute Genossen. Sie sind Scorpio, oder? Sie sollen sehr gut sein. Es heißt, ich wäre der Beste. Woher weiß der denn jetzt? Der hat sich doch einen eigenen Ruf gemacht. Hä? Das ergibt Sinn. Jetzt ist alles hell. Vorher war alles dunkel. Das ergibt sehr viel Sinn. Boah, ergibt das viel Sinn. Haben die zwischendurch noch was anderes gemacht? Sie möchten also ein Genosse der Reapers werden? Dann hören Sie zu. Dieses Schwein, Panel, sucht nach immer neuen Wegen, das Volk zu unterdrücken. Hoch oben in den Bergen liegt die Gunungi-Lapan-Kap-Anlage, in der das Militär geheime Forschungen durchführt. Die dünne Luft eignet sich perfekt für die Entwicklung von Düsenantrieben und Raketentreibstoffen. Da diese Geheimnisse der Befreiung des Volkes dienen sollten, werden wir die Anlage für die Reapers übernehmen. Helfen Sie uns bei der Eroberung dieses Berges, Scorpio. Yay. Same as always, I will skippen das hier. Also ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Nee. Ja. Bim. Ganz großes Reaper. Ach du Scheiße. Ich mache jetzt übrigens noch die Uli Boys. Ula Boys. Fail trägt doch eine Gruppenmission. Und zwar von der gleichen Fraktion. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, kein Problem. Gern geschehen. Sie können kämpfen und sie können töten, Soldaten. Aber solange sie die Revolution nicht im Herzen tragen, sind sie mein Feind. Verarschen? Eben meinte die noch, boah, ihr voll cool. Und jetzt meinte ich, ist mein Freund. Ja, das ist die gleiche Animation. Die sagt uns doch gar nicht, was er tut. Ach, das sagt die immer im Heli. Sagen die immer im Heli. Okay. Würdest du laden? Unsere gerechte Sache zieht täglich neue Anhänger an. Die Reihen der Reapers füllen sich mit jenen, die bereit sind, das Joch der Unterdrückung abzuwerfen. Doch leider haben wir nicht genug Waffen für all diese Rekruten. Und das müssen wir ändern. Es gibt ein Versorgungslager des Militärs mit ausreichend Waffen. Und mit Ihrer Hilfe werden es die Reapers einnehmen. Tja, die will uns wohl unbedingt im Bett sehen. Yay. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
groß. Ich wusste es. Ich wusste, dass das nochmal wichtig werden würde. Okay. Anders geschützt. Ja. Anders geschützt. Das ist doch super. Ihr seid ach, halt 10 Männer, Scheiße. Die bloßen Händen getötet haben. Ist das denn für eine FPS? Autsch. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vorher war es nicht so. Soweit ich weiß, sind Sie neu auf der Insel, mein Freund. Es wäre doch tragisch, wenn Sie sich als Spion entpuppen würden. Schon klar. Ich nix Spion. Also schon, aber nicht um euch aus zu spionieren, ne? Haben Sie schon von Kampung Bahari gehört, Zerdadu? Es ist für uns Ulas ein überaus heiliges Dorf. Okay. Das ist die letzte Ruhestätte eines unserer meistverehrten Ahnen. Ah, ja. Viele junge Ulas reisen nach Kampung Bahari, um den dortigen Schrein zu besuchen. Und auch ich habe das schon oft getan. Unglücklicherweise hat dieser widerwärtige Teufel vom Präsident keinen Respekt vor der Geschichte seines Landes und hat das Dorf als Vorbereitung für den Abriss absperren lassen. Ich will er die Gegend mit noch einem Casino oder Hotel verschandeln. Geschehen, Scorpio. Sie müssen uns helfen, unser rechtmäßiges Eigentum zurückzuerobern. Klar. So schön, dass er mir das nicht schon vor Ort da drüben, nicht drüben. Da wo ich hingehen sollte, zuerst, damit ich die Mission kriege, erzähl. Ja. Gut. Bis gleich. Juhu, toll. Ja, okay. Ja. Wenn sie sich tragen, glaube ich, dass sie den Segen unserer Ahnen haben. Schön. Will ich gar nicht haben, aber okay. Ich glaub's nicht. Jetzt wollen die sogar Spielzeuge haben. Ja, das sind doch so kindliche Kinder. Komm schon, es kann auch nicht angehen hier. Spielzeuge, hallo? Die Mission heißt nämlich Spielzeugfabrik. Sie werden immer wichtiger für uns, Scorpio. Sind Sie am Ende wirklich, was Sie zu sein scheinen? Ein Freund der Ulas? Die Animation da ist auch immer gleich, ne? Nur die Lebensanimation ist anders. Ist alles gleich, ist natürlich auch toll. Super Vielfalt. Das ist ja mal echt scheiße gemacht. Wir Ulas sind einfache Menschen. Wir leben vom Land und für das Land, wie wir es schon seit Urzeiten tun. Aber für moderne Feinde braucht man moderne Waffen. Und deshalb ist die Zeit gekommen, ein militärisches Versorgungslager zu erobern, das im Dschungel von Pulau Kajantanan versteckt wird. Wir erlangen dadurch bestimmt die notwendigen Waffen, um unseren edlen Kampf fortzusetzen. Allerdings ist das Lager schwer bewacht. Aber für Sie und meine Männer dürfte das kein Problem sein. Was hat das jetzt mit Spielzeugen zu tun? Fell. Schon tot! Ja, von 2 Raketenwerfern gleichzeitig beschossen. Sehr fair, super. Hallo? Junge! Meine Fresse. Einfluss Barrage hat sich vergrößert. Yay. Toll, freu mich. Find's schön. So. Keine neue Festungsübernahme. Yay! Das heißt, nur noch eine Festungsübernahme von den Reapern und dann haben wir alle, oder was? Auf jeden Fall, guck mal, nächste Festungsübernahme. Nichts. Ich schätze mal. Was heißt ich schätze mal? Das hier ist die letzte Festungsübernahme, oder? Ja, das hier ist die letzte Festungsübernahme. 3 von jeder Fraktion. Das ist ja sehr viel. Gut, dann auf zur letzten. Wer hatte mal wieder recht? Ich finde es auch sehr intelligent, dass man in der Basis einen Alarmstatus kriegen kann. Danke, dass Sie mit Ihnen ja, ja, ja. Was? War?
Es ist sehr intelligent, dass man, wenn man in Skype auch beschäftigt ist, einfach mal, wenn man einen neuen Kontaktanfrage kriegt, das Fenster einfach mal wechselt. Das ist natürlich sehr intelligent, ist auf jeden Fall drin zu lassen, also mit einem neuen Skype-Update das nicht wegmachen, weil es ist ja sehr intelligent. Und intelligente Sachen sollte man ja drin lassen, ne? Ist klar. Es ergibt keinen Sinn. Wozu gibt's den Status beschäftigt? Damit man einfach mal... damit das Fenster einfach mal wechselt, oder was? Das ergibt keinen Sinn. Ist man gerade in einem Spiel drin? Am besten noch in einem Multiplayer-Spiel. Weißt du? Da switche mal eben zum Desktop.